Oh, sehe ich tatsächlich gar nichts. Also der wird's wahrscheinlich schwer haben, dieses Smash Mouth jetzt. Aber vielleicht weiß er auch jetzt zu überraschen. Ja, das kann natürlich sein. Es wird nicht leicht, aber ich glaube, das wäre noch ein guter Trade für Fuego Elo, wenn er zwei Chars nur verbrauchen würde gegen Splash Mage Main. Einfach weil der natürlich komplett drüber ist. Ja, wir wollten einfach mal Squad Strike ausprobieren. Ich habe eine Abstimmung gemacht auf Discord, wenn ihr das nächste Mal auch dran teilnehmen könnt, dann geht mal auf den Smash, also Schleswig-Holstein und Hamburg Discord, Smash Discord, und stimmt da mit ab bei MZ Rising. Dann probieren wir einfach mal ein paar Side-Events aus. Bisher hat Squad Strike ziemlich Spaß gemacht, mir persönlich. Alle, die ich gefragt habe, waren auch ziemlich begeistert. Von daher, bisher ein sehr nice Event. Ja, coole Nummer. Also etwas, was wir vielleicht in Zukunft auch öfter mal wiedersehen werden. Ja, würde ich sagen. Schön, super. Allgemein lohnt sich das ja auch, auf den Discord mal raufzukommen, zwecks allen Infos. Mhm. Ne? Gerade im Bereich Schleswig-Holstein dann auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Oh. So, aber dafür, dass es nicht sein Main ist, macht das Fuego gar nicht mal so schlecht damit gerade, ne? Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Hat das ja auch geschickt gemacht tatsächlich gegen... Oh, und er schafft tatsächlich, den Stock zuerst zu holen mit Mithra, ne, Pyra. Jetzt kommt Samus. Ja, das ist normale Samus. Okay, ich dachte gerade wegen dem Skin, das sah ein bisschen nach Dark Samus. Mhm. So, und wenn jetzt Fuego Elo noch einen weiteren Char hier rausnehmen kann, dann könnte das auf jeden Fall was werden. Berücksichtigen darauf, dass da nicht einer seiner Mates noch mit dabei ist, ne? Okay, also... Können wir schon mal festhalten, Fuego Elos Pyra Mithra auf jeden Fall nice. Jetzt aber auch besiegt worden und jetzt kommt der DK stattdessen. Und DK ist schon basic, also DK ist praktisch der Mario unter den Heavies. Den kann man eigentlich mal schon relativ schnell spielen, hat sehr nice Attacken, vor allem die Back Air. Ja. Sehr großzügig, auch die Upbeat zum Killen zum Beispiel. Ist ähnlich wie Robs, bloß stärker. Richtig, zwei Spikes, ne? Mit einem Down-Air oder mit einem Down-B in der Luft und sowas. Ne? Also man kann ihn schon recht versatile spielen. Gerade wenn du es halt schaffst, dann in den Grab reinzukommen und dann stage-mäßig und dann wieder gegen wirst. Mhm. In den richtigen Händen ist DK auf jeden Fall echt eine geile Nummer. Oh, jetzt DK aber auch genug. Jetzt kommt Duck Hunt. Und mit dem wird er wahrscheinlich Probleme haben zu spielen. Ja, wie es nun mal ist bei Leuten, die Duck Hunt noch nie wirklich gespielt haben, ist jetzt kein Char, den man einfach so pickt. Nee. Oh, aber die Back Air, schön. PCF. Doch, genauso spielt man ihn. Ab, ja. Auf jeden Fall. Einfach reinhalten da, oh. Ja. Oh! Das Down Air zu nie bekommen. Sehr ja, nice. Hallo! Ah, oh, sehr schön. Dankeschön dafür. Das sind die CF Basics, die er da gerade gehabt hat. Definitiv. Okay. Das ist Falcone, sein Bread and Butter. Ich sag hier, Squad Strike wird noch dazu führen, dass Leute anfangen, andere Chars zu spielen. Also ich kann mir bei SDN vorstellen, dass er vielleicht auch mal Greninja pickt gegen Beißel. Mhm. Oder vielleicht sogar Mean Brawler. Die haben beide gut geklappt gegen Beißel. Und bei ihm, der CF, geht ja auch ganz gut steil gerade. Ja, voll. Er kann diese Confirms aber auch ziemlich gut. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das einiges ändern könnte. New Main Incoming. Oh nein! Direkt an oder Neuner. Bei die Neun, ja.
8,7. Das wird nicht die einzige bleiben. Mal gucken, ob er das Comeback mit ein paar Neuen schafft. Das wäre sehr lustig. Okay, hat ihn auch Sage. Hat versucht, vielleicht mit der Back Air, aber doch nicht. Frank Punch. Oh, tot. Der Klassiker. Da wollte er fürs Highlight Reel gehen. Ja. Okay, Yoshi. Oh ja, okay. Was machst du gegen die Up Air into Down Air? Was machst du Up B into Down Air von Panini? Ja, das ist. Es ist schon obnoxious, also muss man ganz ehrlich sagen, Mr. Game kann schon sehr obnoxious sein. Er freut sich da gerade ja. Unten rechts auf der Player Cam. Ja. So ein heftiger Charakter, ne? Mit diesem Gedudel dann noch immer dazu. Ja, als Millie gerade relativ neu war, als ich das noch hatte, hatte ich ewig Mewtwo und Mr. Game nicht freigespielt. Die anderen kannst du relativ schnell freispielen, aber die beiden, das braucht ein bisschen. Ja. Und ich habe dann immer gerätselt, was wird es wohl sein? Und dann kam Mewtwo und ich dachte, oh, wie heftig. Oh, die Abwehr. Okay, 1-0 hier für Splash Mage. Aber die spielen wahrscheinlich weiter random, deswegen mal gucken. Jedenfalls, ja, bei Game Watch, der war dann immer länger noch gesperrt. Ja. Und ich habe mir gedacht, so, ja, was könnte das sein? Und dann hat man natürlich die krassesten Geschichten gehört, auch so, ja, Luke Skywalker oder und alles Mögliche hat man da gehört. Darth Vader, alles. Holy moly. Und dann am Ende war es Game Watch und ich so, oh, cool. Ja, ja. Cool. Irgendwas Altes. Ja, richtig, genau. Gar kein Bezug dazu. Ja, nee, das war dann ein bisschen vor meiner Zeit. Da war ich dann schon ein bisschen dehyped. Vor allem, weil der Charakter in Millie echt einfach crap ist. Ja. Kannst nichts mit anfangen. Und da würden mir, glaube ich, 98% der Leute zustimmen. Okay, ja, da bin ich leider nicht so ganz mit drin, aber ich verstehe das Feeling. Also ich, auch gerade mit Marv und Roy, damals in diesem Jugend, du hast einfach gar keine Ahnung, was Fire Emblem ist. Und dann sind auf einmal diese beiden Charakter da. Das stimmt. So, yo, was geht ab? Ne? Ja, Marv und Roy, vor allem Marv habe ich damals auch gar nicht gefeiert, obwohl der eigentlich so cool zu spielen war. Der war so gut in Millie einfach. Ich mag den einfach richtig gerne. Ich fand, er hatte so einen kleinen edgy Look schon damals. Total edgy. Ne? So, und ich hab's übelst gefeiert, diese Mucke von Fire Emblem. Oh ja, die war heftig. Oh, die war mega. Die war echt heftig. Richtig, richtig gut. Ja, ich glaube, im Moment ist auch so die schlechteste Version von Marv, die man in einem Smash-Spiel spielen kann. Millie und Brawl war ziemlich gut. Mhm. Auch in Smash 4 auf jeden Fall voll spielbar, habe ich ihn auch echt gerne gespielt. In diesem Spiel spielbar, aber nicht notwendig, dass man ihn spielt. Ja. Ja, ein Kumpel von mir spielt jetzt in letzter Zeit immer ganz viel Brawl. Oh, die Backer, sehr schön. Ich habe, weil er gehört hatte, dass er irgendwie Frame Data Advantage ganz schön doll hat. Okay. Gerade wenn du viel Kombos mit den Sidebeats und sowas, da kannst du viel rausholen. Boah, und der Sonic gerade so obnoxious. Da nutzt Fuego-Elo gerade alles, was er online irgendwie mal kennengelernt hat. Ja, ey, online Sonic, übelster Pain. Ja, das gar ist kein Bock. Das ist tatsächlich heftig. Und da ist der Absatz. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Joker, ne? Mhm. Kann in den richtigen Händen ein richtiger Joker sein. Auf jeden Fall, ja. Vor allem Alistair kann ein echter Joker sein. Oh ja. Okay. Ja, doch. Er kann es ja anscheinend. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob das von... Ja, es könnte von Yangling kommen, dass er also die Konferenz nicht kann. Angriff hat auf jeden Fall auch einiges sein für uns. Ja, es sieht auf jeden Fall nicht wie das erste Mal spielen aus. Nee.
Hast du schon mal Persona gespielt? Ich glaube nur so ein Off-Brand-Persona. Also, das war schon ein Persona-Game, aber nicht so wie die klassischen, glaube ich. Ah, wahrscheinlich dieses Tactics oder was es da mal gab. Irgendwie sowas. Ja. Ich habe mir einfach irgendeins geholt, weil ich dachte, ja, okay, komm, probieren wir es mal. Und dann war es halt nicht so eins. Ja, so Artstyle-technisch ist das bestimmt auch nicht für jedermann, weil es ja auch viel mit Anime und sowas ist. Ja? Mhm. Aber es ist ein furchtbar stylisches Game, auch von der Mucke her und sowas. Ja, die Musik ist, die hat man ja auch in Smash drin. Ja. Ist gerade traden die beiden sehr schnell Stocks. Und ja, sehr gut, auf jeden Fall. Und in der Gamer Bubble gibt es ja dann doch auch überwiegend Leute, die positiv gegenüber Anime sind. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das sind zwei Bubbles, die Hand in Hand miteinander gehen, ne? Mhm. Ja, kriegt Link ein paar Klatschen. Oh, das sieht man selten. Okay. Ist ja kurz explodiert. Ah, ich muss das aber auch echt gerade genießen, ne? Also durch Random und dann noch Squad Smash. Man sieht einfach Charaktere, die man noch üblicherweise nicht immer unbedingt so gegeneinander sieht. Mhm. Schön. Ja, ich finde das eigentlich auch ganz cool. Oh, neuen Wind rein, okay. Der Wurf, das Wurf Setup hat getroffen. Jetzt sehen wir hier Rob. Gute Chars bisher. Die nächsten drei. So. Aber mal gucken, jetzt kommt der G-Dorf. Mal gucken, das ist auch so ein bisschen der Joker, weil ist schon crap, objektiv. Aber, ne, also gerade gegen so Charaktere, die man nicht so gut spielt, kann der natürlich auch richtig eskalieren. Voll, einmal irgendeine Attacke, gerade die Smash ist gerade nicht respektiert. Ja. Ja, und dann zack, Smash. Bist du raus. Guck mal, das ist jetzt die Riesenlead hier gerade für Fuego Elo. Einfach nur wegen diesem F-Smash. Bei 30 oder so. Ach, MK, warte mal, den hat Puffy Chow aber auch gespielt. Das heißt, es könnte sein, dass jetzt der Gandalf gesquashed wird. Mal gucken. Okay. Oh ja, nee, den Update kannst du überhaupt nicht gebrauchen. In keinem Setting. Nee, das ist der Charge, der dauert einfach viel zu lange. Ja, es ist schon schade, dass er diesen Move hat. Also einen ordentlichen Update, wow, das würde ihn so viel besser machen einfach. Ja. Oh mein Gott. Aber Ganondorf hat gar nicht mehr auf. Oh, das war's. Und die Ganondorf mit dem Spike auf die Stage. Okay, es steht 1-1 zwischen Fuego Elo und Splash Mage. Nächstes Game entscheidet. Ja. Oh, genial. Schön. Ich bin gespannt und nochmal random? Jawollo. Okay, wir haben Squallen gegen Momo. Ist 2-1 ausgegangen. Mhm. Also jetzt Flora gegen Squallen. Ui, 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 Team Fire Emblem. Was geht denn da? Wow, okay, wer von den beiden? Oha. Okay, also Marth und Roy. Marth und Lucina. Mhm. Sehr gut für Fuego Elo. Und wie sieht es bei dem anderen Team aus? Sieht random aus, komplett random. Campo, da hast du auf jeden Fall recht. Die beiden checken sich hier wirklich nichts. Und das sind random, das ist genial, I love it. Ja, das könnte jetzt schwierig für Puppy Chow werden, gerade am Anfang, aber mal gucken. Fuego Elo auf jeden Fall eine sehr cleane Lucina. Ja. Die Basics. Lucina hat auch mir gut geholfen bei Squad Strike. Hat mit großem Abstand die meiste Arbeit gemacht. Okay. Mhm. Ja, gerade die ersten Prozente lassen sich halt super gut durch dieses Grab-Chain-Mechanik. Ja, immer hoch und zack, einmal rum, wieder Grab, zack, hoch. Ja, genau. Da kannst du schon gut was machen am Anfang. Allgemein so von den Stats her, weißt du, ob sie der bessere Marv ist quasi? Ja. Ja. Also gilt als der bessere Marv, ja. Ist einfach mehr consistent. Marv ist dann mehr so eine Wildcard. Mhm. Smash 4 hat Leo ja noch Marv gespielt. Heutzutage gibt es eigentlich kaum noch Marv-Spieler. Ui! Okay, ja. Ja, der Deep Dive hat sich gelohnt, definitiv. Genau, das kann Lucina einfach sehr gut.
Und da kommt auch schon der Damage wieder. Mega Man, auch kein leichter Char, wenn man den noch nie gespielt hat. Ja, Moment. Oh, der F-Smash, brutal. Ah, okay. Kann aber Gimp noch der Cover ist da. Okay. Ups, sorry. Das war nur meine. Okay, mal schauen, ob Papi Chow da jetzt ein Gimp bekommt. Oh. Ah, hat's mit der Downer versucht. Ja, die Kreissägen-Plays, die müssen da ja sein. Kreissäge, ganz wichtig. Einfach ein bisschen Freestyle mit dem ja, Zeug. Richtig, genau. Dann noch ein paar Downhills dazwischen, ein bisschen Rumslide. Also oh, da ist die Back, okay. Wichtig bei Mega Man. Oh, nee, das okay war brutal. Säge verabschiedet sich auch. So, Mario. Der gute Alte. All reliable. Er ist wirklich der alles Zuverlässige, ne? Kombos auch, also alles relativ simpel gehalten bei Mario. Finde ich aber gut, dass er inzwischen inzwischen guter Charakter ist. Das verdient Mario. Ja, was ich auch super geil finde, ich spiele Mario auch sehr gerne und ich finde gerade, wenn du mit niedrigen Prozenten anfängst, ne, und dann erstmal in das Up-Tilt-Gemäsche reinkommst, bis du dann nachher irgendwie Up-Airs reingehen kannst und so, da holst du halt auch locker gerne mal 30-35% raus. Ja. Okay, hast kein F. Und das war's. Okay. Dann haben wir jetzt Sephiroth. Den kann ich mir tatsächlich vorstellen, auch bei Splash Match, wenn man den Charakter gut spielt. Oh. Ah, okay, forward. Ah, so zweimal mit dem Side-Beat leider verdaddelt, ne? Ja, jetzt kommt Ike. Ja, mal gucken, wie der Ike jetzt ist. Marth auf jeden Fall auch sehr solide bei Fuego Elo. Kein Problem. Wenn der Marth besiegt wird, dann wird es wirklich nochmal knapp, weil ich weiß nicht, wie der Incineroar ist. Incineroar war aber ein cooler Char. Macht Spaß, den habe ich auch gespielt. Oh. Das war knapp. Na, jetzt bräuchte er theoretisch noch ein bisschen mehr Damage. Ja. Auf der sicheren Seite zu sein. Spielt zwar jetzt gerade noch mit Stock Lead, aber ja, dann kommt wahrscheinlich auch der Flügel. Comeback-Mechanik. Darf die B von Central auch nie vergessen. Kann so viel killen. Kannst einfach in die, da ist der Wing, kannst einfach in die F-Smash, in den F-Smash rein chainen. Komplett aufgeladene B into F-Smash. Und wann kommt der Flügel? Immer einen gewissen Prozentsatz? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Okay. Aber so oben bei 100. Aber es ist so Elden Ring Boss Phase 2 mäßig. Ja, okay, kann man so sagen. Er ist ein bisschen schneller, stärker, Armor. Und hat einen Sprung mehr. Und einen Sprung mehr. Jo. Das darf man natürlich nicht vergessen. So. Okay, guter Abi. Wichtig. Ja, kann man machen. Oh. Oh. War oben. Oh oh. Und ja, an der Stelle ist Martha halt ein bisschen inkonsistent. Ne? Ja, jetzt hat Splash Match 150% und ohne Tipper-Kit sagt trotzdem nicht. Deswegen ist die Up-B von Martha gut. Die tippert ziemlich immer. Und der Update, sehr schön. Okay. Last Stock, Last Character für Splash Mates, es steht auch schon 1-1. So, und Herr Lombardi kann das vielleicht jetzt hier auch noch reißen. Ja. Bin ich mal gespannt, ob die Kombos sitzen. Sind schon auch relativ simpel. So vom Aufbau her mit den Up-Airs. Er sucht nach dem Grab.
Oh oh. Zeit B. Oh. Oh. Okay. Ja, das ist natürlich auch so der Charakter, den Fuego Eno wahrscheinlich am besten kennt. Der sein Bruder Scouty, der auch im Chat ist. Los, Ole! Ja, safe. Ja, genau. Ja, ich hatte vorhin gelesen, Scouty hatte leider ein paar Autopanne gehabt. Ja. Ja. Ich hoffe, das hat sich bei dir jetzt irgendwie klären können. Ja, wir hatten eben noch telefoniert. Okay. Es klärt sich gerade noch. Ja. Aber im Silberbracket wird er dann dabei sein. Und bin auch bald da. Okay. Ja, Toppi. Sehr schön. Eine, zwei Stunden noch. Okay. Okay. Oh, die Bäcker. Wichtig gerade für Papi Chao. Und? Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Incineroar. Jetzt kommt das, was ich meinte. Oh, Bäcker, schön. Fuego mit Fuego. Okay. Fuego Elo. Oh no! Die Clothesline to hell! Nee, immer noch am Leben. Oh, ah, okay. Ja, er will es damit beendet. Er will es mit einem Side B beenden, oder? Und boom! Der Backbreaker am Ende. Und das war's. Fuego Elo gewinnt 2-1. In diesem spannenden Set. Ja, nice.